Starr ihn aber an hier. Was machst du jetzt? Ach, genau. Beschäftige dich selbstständig. Das wäre schön. Oh, Kind, ey. Der klatscht dir doch jetzt gleich wieder einer. Ich dachte, du wolltest hier Freunde und so. Ja, jetzt schnell aus dem Staub machen, ne? Nix wie weg. Was macht er? Hinterhergehen? Oh, 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 oh. Steig schnell ein, Niki. Steig schnell ein. Ganz schnell ins Auto. Ist der jetzt sauer? Der ist bestimmt motzig. Naja, Pech gehabt, du warst zu spät. Was macht sie jetzt? Selbstständig an den Baum gehen. Ach nein, das habe ich ihr ja gesagt. Gut. Gutes Kind. Ja, pack alles schön ein. Und dann gieß das Ding, damit mal wieder ein paar Penunsen hier reinkommen. So, wie sieht's denn jetzt hier unten aus? Der Komfort ist total mies. Die Hygiene ist auch mies. Deswegen gehst du jetzt erstmal ins Bett, ne? Hast du auch recht. Hast du auch recht. Kannst du den hier jetzt schon bitten mitzumachen? Sag mal, können wir mal Pause. Ich muss mal hier. Hallo? Ich muss mal hier gucken. Bitten mitzumachen. Cedric bitten mitzumachen. Mal gucken. Gut. Wir haben zwar gerade mal ein bisschen mit ihm geredet und ein bisschen gespielt. Aber mal gucken. Genau, Cedric. Schwing mal die Hüfte. Willst nicht mitmachen, hä? Ach, verdammt aber auch. Ich wollte gerade sagen, geht er jetzt zu Paris? Das wäre es ja noch. Ja, Paris, da kannst du lange warten, fürchte ich. Wo ist denn unser Telefon eigentlich hin? Ich habe die Übersicht verloren. Was ist denn hier für eine Pfütze? Alter, hat da einer ich sag's jetzt nicht. Hingemacht. Mann, ey. Wisch mal da auf. So. Und dann geh da mal da dran und guck mal, wer da dran ist, bitte. Ist die Pfütze denn jetzt weg? Ja, gut. Braves Kind. Ah ja. Das Crystal ist dran. Ach Gott, das ist ja toll. Ja, tschüss. Das ist ja toll. Sie will sich in Crystal verlieben. Ach nein, komm, das möchte ich jetzt aber nicht. Was? Nee, Downtown? Aber nicht in dem Zustand. Nee, sorry. Sie möchte sich in Crystal verlieben. Alter Kind, du hast sie doch nicht alle. Kannst du eigentlich auch hier an den Baum? Nee, du kannst den nur gießen. Dann mach das mal. Den kannst du auch nochmal gießen. Ach, was haben wir denn jetzt hier? Den Platin-Status, kann das sein? Was bringt der eigentlich? Ich glaube, das habe ich schon mal gefragt, ne? Ich weiß es aber nicht mehr genau. So. Du haust mir mal nicht ab hier, Seppel. Du bleibst mal schön hier. Jetzt erzählen mir Stehblues. Ach nee, also Blues will ich aber auch noch nicht bewundern. Komm mal her. Rückenkraulen, okay. So, mein Freund. Jetzt geht's hier mal ans Eingemachte. Aber das schaffst du nicht, wenn du dich mit ihm über Schultafeln und Bauklötzchen unterhältst. Hör mal. Da musst du dir mal ein bisschen was anderes irgendwie hier einfallen lassen. Vielleicht. Ja, was denn? Du willst ins Bett? Oh Gott, Mädchen will ins Bett. Ey, so wird das doch nichts. So wird das doch nichts. Jetzt mach wenigstens die Aktion noch zu Ende. Ach, du lieber Gott. So. Dreh dich mal um. Dreh dich doch mal um. Ich will dir den Rücken massieren, nur dreh dich um. So. Da ist ein dicker, fetter Knubbel. Warte mal. Den muss ich dir mal weghacken. Hock, hock, hock. Ah, schon besser, ne? Ja, ja, wenn ich das mache. Ach man, ey. Jetzt kann ich die Alte schon mal ins Bett schicken. Ja, hier, komm und gute Nacht. Ist ja furchtbar. Geh. Geh, Kind. Was ist mit ihm? Er muss aufs Klo. Na toll. Tolle Show, kann ich da nur sagen. So, wann kommt der Dings? Um 8 kommt er bei ihr, okay. Ja, dann kann sie ja jetzt noch fröhlich pennen. Cedric ist weg. Oh, da. Bling, bling, bling. Oh, ihr Lieben, da kommt auf jeden Fall schon mal ein bisschen Kohle rein. Das ist auf jeden Fall cool. Was ist mit der an? Och, jetzt kommt die schon wieder. Jetzt kommt die schon wieder. Oh, stopp.
junge Frau. Niki wurde befördert zur Krankenpflegerin. Du hast den Lehrgang erfolgreich beendet und trittst deinen ersten Job im Krankenhaus von SimCity an. Also nach SimCity will ich aber nicht, du. Das ist Leggy, das Spiel. Und Buggy. Von nun ab wirst du körperlich und geistig stark gefordert werden. Arbeite an deiner Logik und sei nett zu den Patienten, damit sie später in deine Praxis kommen. Niki muss ab sofort von 7 Uhr bis 14 Uhr arbeiten, hat heute 476 Simoleons verdient und erhält einen Bonus von 952. Ja, oh Baby, bringt Kohle heim. Zumachen bitte das Bild. Ja, super, 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 super. Supi, supi. Okay, was hast du denn jetzt hier eigentlich alles für Probleme? Sag mal, du willst baden, oder? Kann das sein? So, und wenn die hier wach wird, dann wird die mal hier den Dings machen. Und gleich gießen. Und dann hätte ich gerne, dass sie den hier auch erntet. Und auch gießen gleich. Oh, dass wir mal ein bisschen Kohle hier rankriegen, ey. Cool. Cool, 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 cool. 9 Uhr, 8 Uhr. Okay, okay, okay. Ja, wenn es mit den Männern schon nicht klappt. Sie träumt auch schon gleich vom Geldbaum. Ja, recht hast du. Ja, wenn es mit den Kerlen schon nicht so klappt im Moment, dann wenigstens mit der Kohle. So, Kind. Ja, und dann kann ich die auch gleich wieder ins Bett schicken. Ach, ist das ein Elend hier. Es ist aber ein Elend hier. Und dann möchte sie noch einen Logikpunkt. Und einen Kreativitätspunkt. Und was sagt das hier? Sauberkeit und Mechanik. Kann sie denn hier mal gleich noch säubern? Hier kann sie nichts säubern. Hier vielleicht, das können sie auch noch mal säubern. Kann man hier was säubern? Oh, hier kann man alles säubern. Ja, ja, Süße. Na, säuber mal los. Oh, hier, voll geil hier mit dem Geldbaum und so. Sehr cool, kann ich da mal sagen. Sehr cool hier der Baum. Cool. Ja, habe ich jetzt schon dreimal gesagt. Wo ist denn die andere jetzt? Ach so, sie macht hier sauber, alles klar. Aber ich glaube, diesen Punkt kriegen wir nicht mehr. Naja, man kann nicht alles haben. Was macht sie? Träumen? Schön. Und wenn sie das alles da gemacht hat, kann sie pullern. Und baden. Und ich hoffe, die Zeit reicht überhaupt für den ganzen Kram. Ja, hier, mach mal richtig Schrubbi, Schrubbi. So. Was denn jetzt? Ja, pf, bin ich aufgestanden aus dem Bett oder du? Hier, geh noch ein bisschen pennen. Hast du was zu tun? Oh, na, 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 na. Aber da kommt auch gleich der Fahrservice. Naja, was soll's. Es bringt immer total die Zeiten hier auseinander, durcheinander, wenn die hier befördert werden. Das finde ich irgendwie nicht so schön. Oh, jetzt ist die wach. So, dann kümmere dich mal hier um die schicken Geldbäume. Lorenta. Ja, Lorenta. Ja, haha. Ja, die Fahrgemeinschaft fährt gleich. Ich weiß. Und gieß mal das Bäumchen, genau. Da drüben ist auch noch einer. Wusch. Ja, ja. Knete, 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 knete. Ja, steckt sie sich alles in die Schlafanzughose. Da ist es gut aufgehoben. Man könnte es auch gleich unter das Kopfkissen legen, Hammer. Ach ja, was war das jetzt für eine Tür? Da hat doch gerade eine Tür geklappt. Hat das hier irgendjemand gehört außer mir? Mann, Mann, Mann. So. Kack mal schneller. Na, nee, nee, nee. Ach, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Dann kannst du noch mal Pfannkuchen machen. So, und bei dir, wenn du stehst gleich auf und gehst aufs Klo und du hast keine Freunde. Ah, bling, bling, bling. Da ist schon wieder was fertig. Aber, nee, da ist fertig. Ah, ich glaube, das wird Stress hier mit den Bäumen. Ganz ehrlich.
Kind, du musst aufstehen. Tut mir leid, tut mir leid. Tut mir ehrlich leid. Aber steh mal auf, weil da kommt gleich der Fahrservice und du musst noch pullern und so. Und jetzt stell dich nicht so an, nur weil sie da. Oh nein, geh doch bitte erst pullern. Stopp, geh pullern. Ich möchte nicht, dass du so zur Arbeit fährst. So, oh, ach Gott, guck mal hier. Der Wagen ist ja voll schick hier. Und dann gehst du zur Arbeit. Warst du jetzt pullern? Nö. Ach, dann hast du Pech gehabt, dumme Liese, echt. Dann musst du eben da an der Arbeit oder so pinkeln. Das weiß ich dann auch nicht. So. So. Was haben wir hier? Unbekannten Sim-Treffen. Du könntest eigentlich auch mal dein Bild hier weitermalen, ne, Mädchen? Das wäre vielleicht gar nicht mal so doof. Aber bei dir geht's ja auch gleich wieder an die Arbeit. Das ist aber auch dramatisch hier. Ich habe die Hoffnung, aber das bringt immer, kann das sein, das bringt nur 40 hier? Was war denn das jetzt? Ist jetzt irgendwo was kaputt gegangen? Moment. Was ist denn jetzt passiert? Jetzt hat es doch gerade so ein ganz komisches Geräusch gemacht. Was war das? Toll, Fahrgemeinschaft fährt in einer Stunde. Das ist ja super. Super Timing hier. Kannst du mal ein bisschen schneller da backen, essen, kochen, machen, tun? Ich würde ganz gerne hier den Baum nochmal. Ach, das Geräusch war, dass sie jetzt den Platin-Status nicht mehr hat, ne? Ach so, ich verstehe. Ich verstehe. Ach, ist ja doof. Aber die wachsen wie irre hier, die Simoleons. Das ist cool. Schaffst du das jetzt noch, Mädchen? Oh Gott, ey, dein Fahrservice kommt doch gleich. Ich möchte trotzdem, dass du das hier erntest. Gießen. Wir brauchen die Kohle. Ernten und gießen, solange das hier noch Gold ist. Jo. So machen wir das. So, komm, hier, hau rein in die Tassen. Was ist denn das jetzt? Jetzt hat sie einen dicken Hals auf die Sprechblase. Auch schön. Komm, dein Fahrservice kommt. Ernte mal ein bisschen schneller. Ja, zack, zack, einsacken und fertig. Jetzt noch gießen, damit es wieder wächst. Nein, jetzt nicht. Es wird erst das Ding gegossen. So viel Zeit haben wir doch noch. Genau, so, komm. Und jetzt den hier auch noch? Ja, Schnauze da draußen. Ich komm gleich. So, einsacken, gießen. Komm, gieß das. Ja, das bringt immer nur 40. Okay, du darfst gehen und noch mehr Kohle reinschaffen. So, Niki, Kind, wann kommst denn du? Um 14 Uhr, dann kannst du gleich schon wieder aufs Klo. Ach Gott, und die hat ja gar nicht geschlafen. Die kann ich straight ahead ins Bett schicken eigentlich, wenn die heimkommt. Oder wir versuchen. Was? Niki, ein Tibeter und ein Lama werden in die Notaufnahme eingeliefert. Beide schreien wie am Spieß. Doch Niki kann weder den Tibeter noch das Lama verstehen. Wen soll sie nun eigentlich untersuchen? Den Tibeter oder das Lama? Oh Gott. Tja, ich habe keine Ahnung. Wir können das Ganze also ignorieren, damit wir nicht Gefahr laufen, dass sie schon wieder ihren Job verliert. Aber ich möchte diese Gelegenheit natürlich auch ganz gerne annehmen. Ach, ist das scheiße.